Hüpfburg. In this test, the Blue Aperture Science Repulsion Gel will reflect any objects that fall onto it. Please enjoy observing all the fun that the vehicle drivers will have. Magnificent. Das werde ich haben. Und damit hey ho und let's go mit Bridge Constructor Portal. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Und... Hui. Oh Gott, die Arme springen schon vorher ab. Ja, lustigerweise, wenn man vorher abspringt, landet man nicht in der Giftsäure, sondern im... Naja, da unten ist nicht so viel, also im Nichts. Okay, das blaue Gel, Rückstoßgel, ist ja wieder etwas Neues. Ich bin nur etwas planlos. Und zwar ganz klar unterscheidet es sich natürlich vom Ding, von diesem Katapult, das wir schon mal hatten. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich denke, ich brauche was Witziges. Vielleicht klappt das so. Ja, könnte was werden. Das Rückstoßgel vorausgesetzt, es funktioniert genauso wie in... So ist besser. Genauso wie in Portal 2. Ganz simpel. Je nachdem mit welcher Geschwindigkeit bzw. Druck es da landet, stoßt es auch dementsprechend stark zurück. Ich habe doch was Gutes gebaut, oder? Das gefällt mir voll. So schnell hatte ich die Antwort bisher nicht. Vielleicht habe ich es immer noch nicht. Ich denke, ein Fahrzeug schafft es, wobei ich nicht weiß natürlich, wie weit hier die abgehen, weil eigentlich... Nee, warte. Es geht doch gar nicht. Der kommt hier im Schneckentempo erstmal durch das Portal. Ich dachte aus irgendeinem Grund, der kommt mit Vollspeed durch, aber nö. Der wird in Zeitlupe hier reinfliegen und dann, ja, auch dementsprechend hier rauskommen. Das wird ja nichts. Also jetzt leicht kommt er auf, deswegen leicht dementsprechend kommt er wieder raus. So, du kommst durchs Portal, genau, aber daran habe ich halt nicht gedacht. Du hast keinen Schwung, mein... Doch, doch. Oha, was die wollen. Ich weiß, was die wollen. Okay, 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 okay. Ja klar, anders geht's ja nicht. Okay, probieren wir es mal, ohne es komplett neu zu bauen. Ich muss eine Flugbahn nochmal sehen, mein Freund. Denn ich weiß, jetzt sehen wir auch natürlich die Besonderheit des Gels. Das Problem ist, wenn er so rumfliegt. Diesmal schafft es genau. Jetzt kommt er mit mehr Schwung auch hoch. Und damit hat er es geschafft. Also ihr seht, es unterscheidet sich schon vom Ding. Na, wie heißt's? Vom Trampolin. Weil ich bestimmen kann, wie es fliegt. So, ich denke hier noch eine Befestigung. Ist es etwas stabiler? Das ist natürlich sehr unsicher hier, aber was soll ich tun? Ein Seil macht das Ding nicht fester, sonderlich, gell? Nö. Ach ja, beziehungsweise würde es helfen, wenn ich ein Seil so befestige? In diesen festen Punkten. Ja, nicht sonderlich, es kreist sogar. Kurz danach. Naja. Der Konvoi. Der muss es halt noch schaffen. Ich bin da irgendwie misstrauisch. Meine Brücke hält das, denke ich, nicht aus. Plus, die können sich hier wieder überkreuzen. Weil jetzt fallen die von runter, genau. Aber das Timing ist gut. Das Timing ist gut. Es funktioniert. Es funktioniert! Geil. 8 Stück sind ja relativ viel, aber alle haben es geschafft. Sehr gut. Was hast du mir hier für Warnungen? Kaum welche gegeben. Ey, das war stylisch und alle haben was geboten für die Show. Tourette-Kicker.
Ach, keine Erklärung, GLaDOS. Na dann. Na dann. Was wollt ihr hier von mir? Da ist schon wieder das Gel. Was ist das denn? Hatten wir das schon? Ah, ich probiere gerade den Gedankengang durchzugehen. Was sollen diese Dinger darstellen? Ich kenne die zwar, weil daraus baut GLaDOS immer ihre Räume, ganz klar. Weil das alles sind eigentlich nur diese Platten, haben wir auch im Hauptmenü gesehen. Also geradeaus Gas zu geben bringt nichts. Was ist das denn? Das ist ein Trampolin, okay. Das könnte ein Trampolin sein und er zeigt mir sogar die Flugbahn. Das hat er mir beim ersten Mal nicht gezeigt, oder? Ich denke nicht. Gut, aber der Turret muss erstmal weg, unser kleines Türmchen. Da muss ich irgendwann hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ach, die blauen Dinger sind das da. Okay, das links sah so ein bisschen anders aus. Das ist aber das, was rechts ist. Das alles. Nee, nichts durch kann außer ich. So, okay. Ja, mein Freund, da musst du erstmal nach oben. Wie stellen wir das an? Vor allem kapiere ich hier den Anfang noch nicht. Ach, da ist auch Dingel, okay. Bevor ich was übersehe. Ach, so sehe ich es viel besser. Dreidimensionale. Mit Schwung. Ja. Dachte ich mir. Aber ich habe etwas gesehen. Und zwar, ich wusste nicht, dass es so gering ist hier beim blauen Gel. Ja, der Sprung ist kaum vorhanden. Das heißt, wir machen das hier. Dann weiß ich vielleicht doch, für was das alles schon ist. Ja, ich muss aber einen gescheiten Winkel machen. Boah, ich darf es halt nicht so hoch machen. So, ist das gut? Ich probiere das einfach mal so. Halten müsste es ja definitiv. So. Oh, hält auch nicht fest. Gut. Noch ein bisschen stabiler. So, hält jetzt. Ja. Jetzt, wie fliegst du? Ich muss das nämlich mal checken. So, allerdings. Genau, aber sieht nicht sehr erfolgreich aus, mein Freund. Du könntest bis in alle Ewigkeit so weitermachen. Allerdings bringt das keinem von uns weiter. Und selbst wenn er es gerade noch so schaffen würde, er würde nur in den Laser fallen. Das heißt, da muss ich auch noch was tun. Die Frage ist, was? Ah, doch, so, natürlich, klar. Ich vergesse immer, dass, wenn ich Straße baue, der darauf landen kann und durch die Dinge einfach durchgehen kann. Ich denke, daraus mache ich zwei am besten. Sowas. So. Das ist schon eine Straße, sehr gut. So, dann funktioniert das Prinzip schon mal. Ja, ob das jetzt hält, ist eine andere Frage. Das mache ich eventuell später. Ich muss aber sagen, ich verstehe immer noch nicht alles. Selbst wenn ich jetzt hier rankomme, okay, dann habe ich ein Turret ausgeschaltet. Und dann? Na gut, vielleicht mit Mühe und Spucke und Mucke und Klebeband schaffe ich da irgendwas zu machen. Dann konzentrieren wir uns auf das Problem, den da hochzukriegen. Mich verwirren diese Dinger. Irgendwas haben die zu bedeuten. Ich musste mich ja gescheit natürlich dahin kommen. So, hier mit Schwung kommt er, genau. Und daran darf er nicht knallen, weil er braucht weiterhin den Schwung. Wenn ich steiler mache, ist es ja eine Katastrophe. Er knallt zumindest knapp nicht dran. Und so? Nein! So, Gott, zum Glück gibt es Rückgängigpunkt. So, genau. Nicht an die Wand. Ah. Wie steil muss ich dir denn noch machen, damit du es nicht dahin gehst? So. Es ist so zu steil. Jetzt wird das nicht schaffen. Ah,
Doch, das sieht nach was aus. Nicht nach der offiziellen Methode, aber sieht nach was aus. Toll. Okay, das dachte ich mir. Befestigen. Dann machen wir das so. Immer Dreieckkonstruktionen sind immer sehr praktisch. Ja, das Ding ist aber immer noch gefährlich am Wackeln. Genau, das muss ich ausschalten. Okay, befestigt. So, jetzt mein Freund. Ich denke, so oft musste ich noch nie ein Fahrzeug zum Testen reinschmeißen. Das kommt jetzt immer öfters vor. Ich kann nicht mal den Verlauf natürlich alles verfolgen. Okay, der ist weg. Machen wir uns noch ein paar Stunts. Und jetzt fliegst du. So. Und jetzt geht's halt nicht weiter. Ja, darfst gerne so weitermachen. So, also die Brücke hält aber definitiv auch wieder keinen Konvoi aus. Wie viele diesmal? 3 Stück? Ne, auch 3 hält sie nicht aus. Und er braucht ewig, bis er von der Brücke runterkommt. Das heißt, die treffen sich definitiv, selbst wenn er mir Abstand gibt. Die Frage ist, was mache ich hier? Ich muss ihm irgendwie das sagen und gleichzeitig... So, ich hoffe, er schafft es dahin. Nein? So. Befestigungen. So, die 2 werden nämlich Straßen. Dann kann er hoffentlich mit Schwung dahin. Dann funktioniert die Taktik. Und den Rest kann er ja durch. Das hält noch nicht. Ich liebe es, wie es manchmal kaputt geht. Auf so eine schöne, ästhetische Weise. Ja, Brücken zu zerstören ist ja auch nicht so einfach. Das kann ich natürlich nicht, aber so kann ich es, wenn es überhaupt was hilft. Okay, ist stabil. Ich weiß noch nicht, ob das zu eng vielleicht ist. Ich muss es eventuell nochmal verschieben. Wir kommen übrigens jetzt zu einem kleinen Nachteil des Spiels. Zum ersten Mal stört mich etwas. Und zwar, ich muss natürlich den ganzen Verlauf mir erstmal ansehen. Ich habe keine Vorspultaste, dass ich sagen kann, komm, mach. Und dann bis hier endlich, dass ich mir den Teil in Ruhe ansehen kann. Weil der Anfang juckt mich ja nicht mehr. Ja, okay, das dachte ich mir. Auch mit mehreren Versuchen klappt es nicht. Ah, oder? Hey, 3-mal gesprungen und endlich oben. Na toll, hängst aber fest, mein Freund. Wir verändern das und machen das zu sowas. Okay, das sollte besser funktionieren. Jetzt kommt er ein bisschen bergab und wird nicht so gefesselt. Das ist okay. Das muss ich hier wegnehmen. Ich muss ja letztendlich hoch, deswegen. Ich könnte natürlich auch sowas machen. Das ist einfach nur Flachlaster, theoretisch. Oder so. Ne, dann habe ich dasselbe Problem wie unten. Ich weiß es nicht. Das meine ich. Ich muss jetzt immer wieder das Fahrzeug durchfahren lassen. Bis ich sehe, ob es funktioniert. Die Brücke, klar, muss ich befestigen, weil wie gesagt, wenn ein zweites da drauf kommt, während das noch hier rumpurzelt, kracht es eh ein. Oh, nicht immer noch. Ja, so geht es natürlich auch nach 5 Sprüngen, aber das ist nicht meine Intention. Wow. Fast hätte er es geschafft. Schafft das mit der 2. Straße? Ah ja. Da habe ich meine Antwort. Hat das Ding Vorder- oder Hinterantrieb? Mann. Dann definitiv eine Befestigung hier noch, damit das ganz sicher hält, weil ich brauche es so. Das stört mich halt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht einfach nur runter machen. So.
So, ist das so gut? Boah, jetzt sieht die Brücke komplett verkrüppelt aus. Die war so schön. Stirb! I don't hate you. Ich auch nicht. Nur, dass du stirbst. So, jetzt komm. Oh, du machst wohl. Du bist ja da. Du. Was ist das? Besser, meine Güte. Das einzige Szenario, wo etwas schiefgehen kann, und genau das muss vorkommen. Das Ding sieht auch cool aus, der Ausgang. Auch so portalmäßig. So. Jetzt kommst du wieder. Landest gescheit. Und. Schaffst gar nichts. Ah, Moment, 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 Moment. Hallo, hier, fertig. Hier habe ich doch Platz. Natürlich, das kann ich in der Straße verwandeln und dann können sie gescheit dran sein. Das ist ja auch das Schöne, dass wenn ich es in der Straße verwandle, es keine Auswirkungen auf die Physik hat. Straße und die Stäbe haben gleichen Gewicht und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Straßen theoretisch auch halten können, aber... Ich habe nichts gesehen, was dagegen spricht. Und jetzt müsste er es schaffen. Jetzt kommt er mit genug Schwung. Ja. Super. Mitarbeiter des Monats. So, und jetzt sehen wir den katastrophalen Konvoi. Es sind nur drei... Oh, von wegen, die lassen sich... Ich sagte ja, selbst wenn sie sich Zeit lassen, wird es knapp, aber die lassen sich ja null Zeit. Die krachen mir hier alle zusammen. Okay, die Brücke hält es aber aus. Das ist aber ein Problem eher. Moment, Moment, Moment. Interessant. Er hat für das zweite länger gebraucht. Man kann theoretisch den austricksen, also wenn man genug Opfer bringt. Jetzt habe ich einen Vorteil und Nachteil gesehen. Vorteil ist, wenn das Ding zerstört ist, die anderen können ja theoretisch, wenn sie es nicht hoch schaffen, auch unten bleiben und das Ding benutzen. Sie landen trotzdem oben. Nachteil ist, es liegt nicht an der Brückenstabilität, sondern an denen. Die bleiben da zu sehr hängen. Hier, der kommt hoch, aber durch die anderen verdreht er sich, sodass er nicht richtig landen kann, ja. Toll. Das heißt, es hat nichts mehr mit der Brücke zu tun. Jedenfalls nicht grundsätzlich. Na gut, aber ich kann was anderes machen. Wie ich es bei der zweiten gemacht habe, kann ich es genauso mit der ersten machen. Und zwar minimal den Eintrittswinkel ändern. Den Rest lasse ich, bevor ich was komplett verstelle. Na, da kann ich nicht hoch. Das Straße. Hält es, so wie ich es will? Ja, es hält. Ich weiß nicht, was für eine Auswirkung es hat, aber das erste sollte durchkommen. Nur eins muss durchkommen. Die anderen sind mir völlig egal eigentlich. Genau. I don't hate you. Genau, der Day's Futsch. Der zweite schafft es auch sogar hoch. Genau. Und sie kommen sich nicht in die Quere. Das heißt, die Brücken gehen auch nicht kaputt und sie behindern sich nicht. Idiot. Toll. Du bist nicht Mitarbeiter des Monats. Und das letzte Problem, der hoppelt jetzt hier rum. Er verliert halt auch keine Energie. Das Gel sorgt dafür, dass er immer in der gleichen Linie springt. Nur die Decke bremst ihn ein bisschen ab. Was der letztendlich gut bestanden hat. Ey, das kann auch was werden, das kann auch was werden. Hier, der hilft dem. Jetzt springen die ein bisschen dämlich rum. Aber wenn keiner falsch landet... Na, nichts. Kommt, ihr schafft's zusammen. Teamwork. Das wird noch was, ich sag's euch. Okay, jetzt ist der eine erstmal stillgelegt, genau. Jetzt kann der andere vernünftig hoch.
Sie müssen nur einzeln kommen. Ich brauche nur einen Moment, wo sie einzeln kommen. Ich weiß, eine relativ beschissene Taktik zum Gewinnen. Ja, doch, der schafft's jetzt. Nein! Aber geil ist das. Doch, er hat's geschafft, seht ihr? Er hat's geschafft. Die geilste Show dieser Welt. Hier. Nur in dem Video. Geschafft! Das war geil. Das war sowas von geil. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Jetzt weiß ich auch, dass man nicht nur durch Brückenkonstruktion, sondern durch die Wagemut seiner Mitarbeiter auch gewinnen kann. Dann sehen wir, wie es in der nächsten Testkammer läuft. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.